willkommen zum Kids Channel. Schön, dass du wieder reingeschaltet hast. Bist du mutig? Manche Menschen sind richtig mutig. Manche werfen sogar Eiswürfel oben in ihren Kragen rein. Volle Pulle! Ja! Andere sind so mutig, dass sie sogar Feuer in die Hand nehmen. Manche sind sogar so mutig, dass sie Spinnen auf die Hand nehmen. Über mutige Menschen kann man ganz schön staunen. Aber was nützt einem der ganze Mut, wenn es anderen Menschen nichts nützt? Deshalb finde ich mutige Menschen super, zum Beispiel wie die Polizei, wie Ärzte und Krankenpfleger oder wie die Feuerwehr. Sie helfen Menschen in Notsituationen und sind richtig mutig. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem mutigen Mädchen. Für die Geschichte habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist Lisa. Lisa ist ein junges Mädchen. Sie ist eigentlich ein richtig fröhliches Mädchen. Aber es geht ihr nicht gut. Sie ist als Sklavin bei einem großen, großen General, bei einem Soldaten gefangen genommen. Und dort zu Hause bei diesen Soldaten, dort muss sie helfen, damit im Haushalt alles gut geht. Der Soldat ist ein mächtiger Soldat. Einer der bekanntesten und berühmtesten Soldaten im ganzen Land. Alle kennen ihn und er ist gefürchtet. Immer wieder ging er in andere Länder und räuberte dort herum. Und so nahm er auch Lisa mit zu sich nach Hause, damit die Lisa zu Hause bei ihm helfen soll. Eines Tages aber wurde der General so richtig krank. Er bekam eine ganz komische Haut. Da waren irgendwelche Dinge drauf. Das sah so komisch aus, eklig, und es schmerzte sehr. Und so lag er zu Hause und man musste ihn überall verbinden, an den Händen und überall an der Haut. Und für ihn war das furchtbar. Er konnte jetzt nicht mehr der starke und gute Soldat sein. Lisa, sie bekam sogar, obwohl sie gefangen war, Mitleid mit diesem hohen Soldaten, mit diesem General. Und sie sagte sich, oh Mann, ich kenne jemanden, der könnte dem General helfen. Es ist ein Mann, der Gott sehr gut kennt. Der ist richtig gut Freund mit Gott. Wir nennen ihn zu Hause den Propheten. Und dann nahm sie allen Mut zusammen und ging hin zu der Frau vom General und sagte zu ihr, hey, ich kenne jemanden, der kann dem General helfen, dass er wieder gesund wird. Ein Prophet, einer, der richtig gut mit Gott zusammen ist. Es gibt Gott und der kann helfen. Die Frau vom General sagte es ihrem Mann. Und jetzt war es spannend, wie wird wohl der General reagieren? Wird er schimpfen? Wird er sich überhaupt was von der kleinen Göre was sagen lassen? Die Spannung war groß. Aber in all seiner Not war er so froh, dass hier jemand war, der einen guten Tipp ihm geben konnte. Und so ging er zu seinem König und ließ ihm ausrichten, König, es gibt jemanden, wenn ich dorthin gehe, dann kann ich gerettet werden. Und so schickte der König des Generals einen Brief an den König des Landes, wo der Prophet, der Mann Gottes, wohnt. In diesem Brief stand drin, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener. Er heißt Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seiner Krankheit heilst. Der Prophet in dem Land bekam mit, dass der Naaman, dieser hohe General, gekommen war, weil er krank war. Und er sagte, schickt ihn zu mir. Und so ging der hohe General zu dem Propheten. Vor der Haustür kam der Diener des Propheten heraus. Und der sagte zu dem General, hey, geh an den Fluss, der Fluss heißt Jordan, und dort tauch dich 7-mal unter. Dann wirst du wieder gesund. So ging der hohe General zu dem Fluss und tauchte 7-mal in den Fluss unter. Als er beim 7. Mal wieder herauskam, war seine Haut und seine Krankheit geheilt. Er hatte ganz glatte Haut. Er hatte keine Schmerzen mehr. Wow, er war richtig glücklich. Und so wusste er, dass es wirklich den lebendigen Gott gibt, der heilen kann. Und so wurde die Lisa, weil sie so mutig war, zu einer Heldin im Hause des Generals, obwohl der General eigentlich ihr Feind war.
Trotzdem hat sie ihm geholfen. Ich finde, das ist mutig und sie ist eine echte Heldin. Diese Geschichte findest du in der Bibel, im Buch 2. Könige, Kapitel 5, ab Vers 1 bis 19. Die Bilder, die du hier gesehen hast, die stammen von meinem Freund, der ist Comiczeichner. Er heißt Rainer Hohlweger. Wenn du mehr Bilder von ihm sehen möchtest, kannst du das gerne tun, indem du dich hier reinklickst auf www.hohlweger.com. Ja, es gibt noch viel mehr mutige Menschen als die Feuerwehr, Polizisten oder Ärzte oder eben die Lisa. Nämlich Missionare. Missionare sind Menschen, die auf der ganzen Welt unterwegs sind und Menschen von Gott erzählen und Menschen helfen. Es gibt eine Kinderzeitschrift. Darin sind ganz viele Geschichten von Missionare drin, die erzählen, wie sie mutig vorangehen. Dieses Missionsmagazin für Kids kannst du auch runterladen. Ganz umsonst unter dieser Adresse www.liebenzell.org/online. Super finde ich, dass in dieser Zeitschrift ganz hinten auf der letzten Seite Bilder drin sind von Missionaren. Die kannst du ausschneiden und auf ein Papier kleben. Dazu brauchst du ganz einfach ein Blatt Papier, einen Filzstift, eine Schere und natürlich unsere Zeitschrift. Und als erstes beginnst du damit, die Bilder auszuschneiden. Wenn du die Bilder ausgeschnitten hast, dann kannst du sie auf ein Blatt Papier kleben. Schreibe auf das Blatt Papier zuvor Gebetstraining und vielleicht noch mutig voran. Jetzt kannst du alle Bilder mit einem Klebestick auf dein Gebetstrainingsblatt kleben. Und du kannst dieses Gebetstrainingsblatt an oder neben dein Bett hinhängen. Und immer abends kannst du für mutige Menschen wie diese Missionare hier beten. Natürlich kannst du auch für Polizisten, Ärzte und andere Menschen beten, die mutig anderen Menschen helfen und auch den Missionaren. Wenn du noch ein paar Wochen wartest, dann kommt von uns ein richtiges Missionars-Gebetsposter heraus mit vielen, vielen Bildern, die du aufkleben kannst. Das Missionsgebetsplakat kannst du bestellen unter kids-material@liebenzell.org. Und so kannst du immer wieder für Missionare und Menschen in der ganzen Welt beten, die mutig unterwegs sind. Sei auch du mutig und bete für andere. Und das möchte auch ich jetzt tun. Gott, ich möchte dich bitten, dass du alle mutigen Menschen hilfst und unterstützt. Die Ärzte, die Polizisten, die Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen und auch die vielen Missionare, die überall auf der Welt unterwegs sind, um von dir weiterzuerzählen, damit Menschen neuen Mut bekommen und sich freuen können an ihrem Leben und wissen, dass es weitergeht. Mit dir stehen wir Menschen auf der Siegerseite. Amen. Schön, dass du reingeschaut hast in den Kids Channel und bis ein andermal wieder. Ciao!